Ein herzliches Willkommen zu. Hey, wir drängen tiefer nicht. Willkommen zu Final Fantasy 7 Remake. Ihr wollt jetzt eigentlich zum siebten Himmel. Und jetzt tiefer gerade gesagt, hey, was ist denn da los? Sehen wir mal nach. Ah, diese wunderschönen Haare. Und ja. Eigentlich hatte ich immer so tiefer so mit schwarzen Augen in Erinnerung. Also. Zumindest sind sie sehr dunkel im Original. Aber hier hat sie so diesen roten Schimmer. Es geht sicher um die Ey! Hör auf! Widerstand ist zwecklos! Lass mich in Ruhe, du Shinra-Schwein! Klappe, Slamratte! Piep, 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 piep! Bist du bescheuert? Angeblich soll jemand Schießpulver aus einem Shinra-Lager geklaut haben. Johnny wurde zu der Sache verhört und du weißt ja, wie bockig der Bengel sein kann. Das hatte doch sicher mit dem Anschlag zu tun. Armer Kerl, diesmal kommt er nicht so leicht davon. Das wird echte Konsequenzen haben. Wir müssen Johnny helfen. Gehört er zu euch? Nein, aber er hat mitbekommen, dass wir hinter Everland stecken. Und leider plappert er gern. Johnny darf auf keinen Fall reden. Ich gehe hinterher. Ich komme mit. Wirklich? Aber... Das bin ich dir schuldig. Für deine Hilfe. Na gut, dann los. Was ist denn los? Ich hoffe nur, die lassen uns in Ruhe. Johnny hat echt Nerven. So, Achtung. Genau, also solche Art von Sidequests gefallen mir. Also, ich muss an dieser Stelle mal ehrlich zu euch sein, also ich möchte das Spiel, ich sehe das Spiel nicht durch eine rosa-rote Brille und alles ist toll. Die letzte Folge war, hatte eigentlich gar nichts mit der Story zu tun. Das Einzige, was es ein bisschen aufgewogen hat, war einfach der Dialog zwischen Tifa und Cloud. Der gibt mir einfach die Genugtuung, das zu machen. Aber so an sich, ja. Ich hoffe, das wird... Cloud, hinter die Container da. Ja. Dass der Anteil dazu einfach nicht zu hoch wird und nicht zum Schwerpunkt wird. Ich sag mal, wenn es so 20-30% ist und jeder, der es machen will, soll es machen. Aber ich finde hier, dass man immer diese Option haben sollte. Geklaut, was? Uns machst du nichts vor. Das war deine ID, du hast das Lager betreten. Quatsch! Das muss ein Irrtum sein. Ich würde mich nie auch nur in die Nähe eines Shinra-Lagers wagen. Verdammt! Johnny rutscht sicher was raus. Gehen wir? Ja, du lenkst die Gardisten ab. Ich kümmere mich um den Rest. Verkaufsautomat. Lasst ihn gehen. Bist du ein Komplize? Raus damit! Was los? Wer ist da? Oh, dein Freund und Helfer in der Not! Ihr seid es! Everland! Hey, du! Was soll das werden? Nur die harte Tour.
aussehen. Ist es vorbei? Hey, wir müssen Johnny, ist da jemand? Schnell. Ich könnte Hilfe gebrauchen! Ja, ist ja gut. Und jetzt? Wir stellen ihn ruhig. Hey, hey! Nicht! Wie? Was? Nein, nein! Ah! Lass das! Wenn dir was an deinem Leben liegt, dann verschwinde. Ja, ja, ja! Ich mache eine Biege! Ich schwör's! Sollen wir ihn echt laufen lassen? Er könnte reden. Ich weiß, aber er hat nichts getan. Noch nicht. Die? Lass sie liegen. Cloud. Was soll das? Verschwinden wir, bevor sie aufwachen. Als wenn die nach solchen Schwerthieben nur bewusstlos wären. Genau, also die Bereiche, die verschlossen waren, sind bestimmt dann auch questbedingt. Hoffentlich kommt Johnny irgendwie klar. Sorg dich lieber um dich selbst. Lass uns von hier verschwinden. Was ist? Ich weiß nicht. Du hast dich irgendwie verändert, Cloud. Inwiefern? Deine Augen zum Beispiel. Wie soll ich das sagen? Früher hast du nicht so... Das kommt von Marco. So sehen alle bei Soldat aus. Ach so. Und nun? Willst du zum Laden zurück oder lieber noch ein paar Aufträge erledigen? Zum Laden zurück, bitte. Ob hier noch irgendwas essbar ist? Verdammte Scheiße. Ist schon verdorben. So, ich sehe mich weiter um. Also ich habe so ein Video gesehen, dass bei vielen Leuten so die ganzen Texturen erst so nachgeladen haben, aber ich habe es bei mir noch gar nicht festgestellt. Aber die haben die SSD extern verwendet, ich habe sie intern verbaut. Vielleicht gibt das die nötige Geschwindigkeit. Ich glaube, ich esse heute Abend mal wieder. Da wären wir. Bist sicher erschöpft? Naja, ein bisschen vielleicht. Freu dich! Nach der Arbeit kommt das Vergnügen. Wie wär's zur Entspannung mit einem Cocktail im siebten Himmel, dem Paradies in den Slums? Tiefer. Ich glaube, ich brauch auch eine Pause. Sag mal, bleibst du denn jetzt in Midgar? Ja, das ist der Plan. Zumindest bis ich genug Geld zusammen habe. Verstehe. Willst du dich dann noch nach weiteren Aufträgen umhören? Na, jetzt ist gut, also. Das hat jetzt fast eine Stunde beansprucht, dieses Aufträge in der Stadt. Wenn du dieses Gebiet verlässt, kannst du die aktuellen Aufträge nicht mehr abschließen. Trotzdem fortfahren? Ja, bin ich. Ja, deswegen kann man sich ja mehrere Speicherpunkte ansetzen. Und ich möchte ja auch ein Wiederspielwert haben. Es wird ja sicherlich wieder ein bis zwei Jahre in Anspruch nehmen,
bis das, bis die nächste Episode da ist. Sind zurück. Wart ihr spazieren? Ja, genau. Los, Versammlung im Keller. Ich auch? Soll ich bei der nächsten Mission? Lenchen, du wartest draußen auf Jesse, ja? Die nächste Mission. Sie soll morgen starten. Jetzt gibt's die Details. Vor eurer Besprechung hätte ich gern mein Geld. Das kriegst du auch. Aber jetzt habe ich Wichtigeres zu tun, du Raffzahn. Beeil dich, Tifa. Nimm's ihm nicht übel. Er kann halt nicht anders. Zum Trost. Setz dich. Was darf es sein? Ich brauche was Hartes, nicht Starkes. Hast du was Starkes? Sieht aus wie gut herum. Hey! Na? Den meisten meiner Gäste schmeckt er vorzüglich. Das wundert mich nicht. Sieh mal an, da kennt sich einer aus. Und was ist mit dem hier? Ein Cosmo Canyon, meine ganz eigene Kreation. Sieht toll aus. Ich muss los. Zum Wohl. Ach schade, ich dachte, die vertiefen noch das Gespräch ein wenig. Hast du schon gehört? Den Angriff auf den Makoreaktor haben die Staatsfeinde Avalanche verübt. Sie reden von nichts anderem. Wir sind richtig berühmt. Erstmal sind wir sicher. Zum Glück hat uns keiner erkannt, aber jetzt wird's ernst. Cloud, bist du weiter dabei? Wenn ihr ordentlich zahlt? Klar, versprochen. Dafür werde ich schon sorgen. Tifa soll dieses Mal auch mitkommen. Doch sie scheint gar nichts von unseren Plänen zu halten. Wer weiß, ob wir uns auf sie verlassen können, wenn es ernst wird. Hm? Ein nüchterner Typ wie du ist mir da weitaus lieber. Schließlich will ich nicht draufgehen, nur weil jemand halbe Sachen macht. Oha. Also zwischen den Zeilen sollte das eine Beschäftigung suchen. Zwischen den Zeilen hat es bedeutet, also sie wollte Tifa eigentlich so schlecht reden und ja. Ihr wisst schon, damit Jesse ein bisschen ins helle Licht rückt. So. Was mich ein bisschen stört ist, entweder oder. Ich finde es jetzt, zum Beispiel vor der Tür, da hat man jetzt die Umgebungsmusik und dann kam dann die Musik aus dem Gebäude und das überlagert sich alles so und diese ganzen Gespräche und ich glaube, klar, wenn man es auf Deutsch spielt, dann hört man das alles so raus und es tut man alles so verarbeiten, aber wenn man es auf Japanisch spielt, dann würden die Gespräche einen gar nicht mehr so hineinfallen, sage ich jetzt mal. Diesmal kann ich durch. Vielleicht entdecke ich irgendetwas, eine Notiz oder ein Secret. War ein seltsames Mädchen.
Verstehe ich jetzt nicht. Ah! Wegen dem Symbol habe ich es nicht gesehen. Ja, und du hast dem Mädchen nicht geholfen, Cloud. Aber es war keine Absicht. Wie komme ich jetzt nach unten? Was muss ich denn machen? Warte in der Bar, bis die Besprechung beendet ist. Echt jetzt? Ich darf nicht an dem Gespräch teilnehmen? Also ich kann weder raus noch runter. Muss ich vielleicht nochmal interagieren da? Die gelbe Blume. War ein seltsames Mädchen. Da stimmt doch was nicht. Na gut, ich schneide das jetzt mal schnell. Sobald es weitergeht, schalte ich wieder zu. So, ich habe jetzt doch etwas gefunden. Aber ich weiß nicht, ob mich das weiterbringen wird. Darts Ranking. Na super. Das war jetzt sowas von wichtig. So, Wettke hat nach 8 Würfen gewonnen. Na, ganz toll. Jetzt sagt mir nicht, dass ich das jetzt machen muss, damit es weitergeht. Aber es hieß ja, ich soll ja warten, bis die Besprechung fertig ist. Also vertreibt man sich die Zeit irgendwie. So, mit X kannst du einen Pfeil werfen. Die geworfene Punktzahl wird von der Gesamtpunktzahl abgezogen. Man wirft in jeder Runde mit 3 Pfeilen. Ziel ist es, seine Punktzahl genau auf 0 zu reduzieren. Mit jedem Wurf wird es eine Zeitbegrenzung. Für jeden Wurf gibt es eine Zeitbegrenzung, bis der Dartpfeil geworfen werden muss. Je kleiner der Zielcursor beim Drücken ist, desto genauer der Wurf. Ziele möglichst auf die Felder mit hohen Werten, um die Punktzahl mit so wenig Versuchen wie möglich auf 0 zu senken. Genau, also das Bullseye bringt 50 Punkte. Der äußere rote Ring bringt doppelt so viel, also 20 ist die höchste Zahl. Das heißt, ganz oben auf 12 Uhr hätte ich 40 Punkte und zwischen Bullseye und Double gibt es Triple, also 60 Punkte. Das heißt, nicht Bullseye bringt die meisten Punkte, sondern Triple 20. Doch Vorsicht, wenn die Gesamtpunktzahl ins Negative geht, hat man überworfen und die Würfe der aktuellen Runde gehen als ungültig. Bust. Sobald du die Punktzahl angezeigt, die du dafür treffen musst, orientiere dich an diesen Feldern, um einen letzten Wurf zu landen.
Ah, das war ein Single. Oh, schlecht. Ich muss warten, bis es... So, das war jetzt ein guter Wurf. So, 36, das heißt, wenn ich die 18 treffe. Oh. Die Zeit ist abgelaufen. So, das ist ja nicht mehr so schwer. Elf Würfe. Ja, Rang 7. Wettke hat nur 8 Würfe gebraucht. So schwer ist es gar nicht, tiefer als die zweitbeste. Dann warte ich mal. Tatsächlich, das war jetzt gewollt, damit es weitergeht. Am Tresen auf Tifa warten, selbstverständlich. Oh, jetzt hat Tifa auch einen Drink nötig. Hab gehört, du hältst nichts von dem Plan. Einfach mit netten Bitten ist Shinra nicht beizukommen. Das weiß ich ja selbst. Aber trotzdem... Ich weiß nicht weiter. Wenn du Zweifel hast, dann steig aus. Fertig. Du bist eher gegangen? Gab etwas Streit. Was ist? Noch ein Drink? Tifa, fahr was auf. Das haben wir uns alle verdient. Gern. Das nächste Ding drehen wir ohne dich. Okay, such dir was Neues. Das hatte ich ohnehin vor. Schließlich habt ihr noch nicht mal bezahlt. War klar, dass das kommt. Hier, das ist der Rest. Ich hab noch ein bisschen was draufgelegt. Damit sind wir endlich quitt. So, dann lass uns mal allein. Wir feiern im kleinen Kreis. So, ganz kurz. Genau, also 1500 war abgemacht, das heißt, er hat uns 50 Kill Trinker gegeben. Und ja, und es ist halt eskaliert wegen dem Geld. Weil ich glaube nicht, dass ich es noch erwähnen werde, weil das Geld ist eigentlich für Marlenes Schule bestimmt. Und deswegen ist der Barrett da. Ihr habt ja gemerkt gehabt, klar ist es der, er ist der Vater und
Die haben es wirklich sehr gut rübergebracht, damit ihr das versteht, warum er so, ja, er ist nicht geizig, sondern einfach nur besorgt, dass es nicht reicht für seine kleine Tochter. Hab's versucht, sorry. Hat sich irgendwie so ergeben. Weißt du, die anderen waren der Meinung, wir wären zu sehr von dir abhängig. Jesse, wo bleibst du? Oh, ich komme gleich. Sorry, okay? Kein Problem. Wenn du möchtest, können wir später reden. Wirklich nicht nötig. Jesse, ich hab riesen Kohldampf. Bis später, Cloud. Okay, ich komme ja schon. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass Tifa noch Barry überreden möchte. Aber du alter Schluckspecht. Im Original ist eigentlich. So bunt. Wir haben noch einiges vor uns. Erst recht ein Grund, mal abzuschalten. Genau. Einfach mal fünfe gerade sein lassen und das Leben genießen. So viel Spaß hatten wir schon lange nicht mehr. Seit dem Rausschmiss aus der Hauptgruppe hatten wir ja auch nicht wirklich Grund zum Feiern. Wir wurden nicht rausgeschmissen. Ja, wir haben uns selbstständig gemacht. Erinnert mich bloß nicht daran. Das verdirbt mir total die Stimmung. War eine schwierige Zeit, was? Kann gar nicht glauben, dass es schon ein Jahr her ist. Ja, doch wir sind immer noch hier. Und das liegt einzig an euch. Dafür möchte ich euch danken. Ach, jetzt hör aber auf. Wozu sind wir denn Freunde? Ja, das sind wir. Und gute Freunde stehen zusammen. In schlechten Zeiten besonders. Wir haben uns ganz gut gemausert, würde ich sagen. Ja, meine Wampe allerdings auch. Bedank dich bei Tifa. Für die Hilfe oder den gut gefüllten Bauch? Den Bauch natürlich. Was denn sonst? Meinst du den? Wie ein Wasserpudding. Ach. Am liebsten würde ich auch morgen wieder so mit euch feiern, wisst ihr? Und das werden wir auch. Da kannst du dich drauf verlassen. Oh. Jeden Tag eine Party. Na, vielleicht nicht jeden Tag. So viel Konversion habe ich gar nicht erwartet. Wir können gern reden, wenn das hier vorbei ist. Also im Original war es so, dass eigentlich Cloud von sich ausgehen wollte. Und da wurde er eher zurückgehalten. Und hier ist es so ungefähr, hey, du kannst dich verziehen. Ich weiß nicht, ist es jetzt so gewollt oder hätte ich es irgendwie ändern können, wenn ich noch mal Mission gemacht hätte? Was ist denn los? Bist ja plötzlich so anhänglich. Ha, krass. Wir reden später. Barrett meinte leider, wir würden uns zu sehr auf dich verlassen. Ob man Erfolg hat, wenn es drauf ankommt, ist oft auch eine Einstellungssache. Der nächste Anschlag wird leider noch gefährlicher. Komm mich doch mal besuchen. Ich koche auch was. Und stell dir meine Katzen vor. Ich würde dich ja gerne zur Feier einladen, aber... Entschuldige, Cloud. Ich habe gerade leider keine Zeit für dich. Was willst du? Mehr Geld? Mehr gibt's nicht, kapiert? Wie gemein. Na, dann gehe ich halt, Leute. Bist du dir ganz sicher? Ja, hab gehört, der stolziert hier rum. Wart's nur ab, der taucht garantiert auf. Von Shinra? Uhi! Mann, unser Boss scheucht uns aber auch ganz schön rum. Nicht, dass er sich nicht erkenntlich zeigen würde. Hey du, bist du von hier? Ja, schon. Dann kennst du vielleicht einen riesigen Typen mit einer Knarre als Arm? Er soll nämlich angeblich irgendwo hier wohnen. Kann schon sein. Du gefällst mir. Hast einen guten Sinn fürs Geschäft. 500. 200. 300. Na gut. Dann lass uns mal in Ruhe reden. Hier lang. Ja.
Ja, nee, ist klar. Bedrohliche Schatten. Gibt's was zu meckern? Was glotzt du so? Oh. Ist mir jetzt aufgefallen. Ja klar, wir sind unten in den Slums. Und über uns sind quasi die Adligen, die Wohlhabenden. Und wir hier unten sind der Dreck der Gesellschaft. Aus dem Weg! Verpiss dich! Hey, was glotzt du denn so? Auf dem Wahlmarkt laufen die Dinge ein bisschen anders, oder Boss? Walmart. Sieh dich besser vor. Unser Boss ist nicht zimperlich. Komm ich besser nicht in die Quere. Es sei denn, du hängst nicht besonders an deinem Leben. Du gehst vor, alles klar? Und keine Angst. Mein Messer bleibt stecken. Vorerst zumindest. Also, wo steckt der Kerl? Du weißt's doch, oder? Muss ich mich wiederholen? Kann schon sein. Verschwende nicht unsere Zeit! Shinras Zeit, meinst du wohl? Ha, als würde unser Boss nach Shinras Pfeife tanzen. Schön für euch. Keine Chance. Oh, Schwertsturm. Ihr sucht also nach einem Kerl mit Gewehrarm, ja? Nun ja, also. Was wollt ihr von ihm? Ich verfluche dich. Was will Shinra wohl von Barrett? Naja, geht mich nichts an. Und jetzt zu Slum-Regel Nummer 1. Ab ins Bett und ausruhen. Gute Regel. Handgranate. Gut, wird bestimmt nur im Kampf angezeigt, aber habe ich auch so nie verwendet. Hui, wir warten da auf uns. Da bist du ja endlich. Hab dich schon vermisst. Genau. Jetzt seht ihr, wie... also, diese Tür sieht auf jeden Fall deplatziert aus. Alles ist so schön gestochen, scharf, hohe Textur. Und dann hast du so eine, keine Ahnung, PlayStation 2 Tür. Aber, wie gesagt, es wird alles bestimmt noch gepatcht. Aber... selbst wenn, dann soll die Tür meinetwegen so aussehen, solange die Charaktere toll aussehen. Oder auch nicht. Ich würde gern mit dir reden. Darf ich reinkommen? Gut, es geht um Folgendes. Und wofür dieses Mal? Weil ich dich nicht mit an Bord holen konnte. Oh. Aber hast du es dir auch verdient? Du willst was. Du hast es erfasst. Die Sache muss aber unter uns bleiben, okay? Ich muss heute Nacht was klären. Ist etwas Persönliches. Heute Nacht?
Ja, in Sektor 7. Kannst du mich vielleicht bis zur Platte raufbringen? Die Details sage ich dir unterwegs. Von mir aus gerne. Aber was ist mit dem Einsatz morgen? Den habe ich nicht vergessen. Aber die Sache kann leider nicht aufgeschoben werden. Also, hilfst du mir oder hilfst du mir nicht? Oh. Das ist die Anzahlung. Ifrit. Ifrit ist eigentlich die dritte Bestie oder die dritte Beschwörung, die man bekommt. Mit Beschwörermaterie kannst du mächtige Verbündete, sogenannte Esper, herbeirufen. Hier heißen sie Esper. Esper können nur im Kampf gegen spezifische Gegner heraufbeschworen werden. Die Materie löst dabei eine Beschwörungsleiste aus. Sobald diese voll ist, kann die Esper beschwört werden. Beschwörermaterie werden in einer speziellen Materia-Slot von Waffen angebracht. Es kann nur eine Materia zur gleichen Zeit verwendet werden. Wie ich das sehe, sind wir vor Morgengrauen wohl nicht wieder hier. Also pack alles ein, was du brauchen könntest. Sag Bescheid, wenn du soweit bist. Ah. Ermöglicht die Beschwörung von Ifrit, eine Esper, mit ihren Fertigkeiten wie Feuer der Hölle verheerenden Feuerschaden verursacht. Die mit ihrer Fertigkeit erheblichen Feuerschaden verursacht. Also, so gesehen pro Charakter eine Esper möglich, unabhängig davon, welche Waffe man trägt. Das kann ich ja jetzt mal testen. Ja, ist schon bei Cloud. Bist du bereit? Ja, das sind wir. Okay, komm gegen Abend zum Bahnhof. Ich zähle auf dich. Wenigstens stimmt der Lohn. Ein Cloud für alle Fälle. Heute Nacht fahren keine Züge mehr. Die haben die späten Linien gestrichen. Aus diesem Grund haben wir uns die hier geliehen. Damit kommen wir rauf. Könnt ihr Gedanken lesen? Du hast dich in letzter Zeit so seltsam benommen. Du warst immer ziemlich geistesabwesend. Das hat man irgendwie voll gemerkt. Entweder das oder total aufgedreht. Und wie schließt ihr daraus, dass ich nach oben auf die Platte möchte? Sagt nicht, ich habe Selbstgespräche geführt oder so. Klar, dass man vor so einer Aktion nochmal die Eltern sehen will. Nicht wahr? Ihr habt mich erwischt. Und so dreist, wie wir nun eben sind, haben wir uns einfach mal mit eingeladen, wo wir doch selbst keine Eltern haben. Leben deine noch, Cloud? Hä? Nein. Okay, dann fahren wir halt alle zusammen. Geteiltes Leid ist schließlich halbes Leid. Ja! Oh, kann ich es auch selber fahren oder ist es nur eine Cutscene? Habt ihr eure gefälschten IDs dabei? Klar, was denkst du? Dann los, ihr Schnarchner! Vollgas voraus! Festhalten, Nix! Boah, toll! Ja? Dass wir rauffahren, hat nur am Rande was mit meinen Eltern zu tun. Also, die Explosion in Reaktor 1 war viel zu stark. Das lag doch an Makrogasen. War es nicht so gewesen? Ja,
Das habe ich zwar gesagt, doch ich glaube, es war in Wirklichkeit meine Schuld. Ich habe viel stärkeren Sprengstoff benutzt, als in meinen Plänen stand. War wohl keine so gute Idee. Klartext. Was steht an? Ich muss die Sprengkapsel der nächsten Bombe unbedingt austauschen. Aber leider kann ich meinen Händler einfach nicht erreichen. Also will ich mir eine von Shinra leihen. Von Shinra? Wie willst du das schaffen? Du hilfst mir doch sicher, oder? So Leute, diese Action packe ich in die nächsten Folge. Schreibt mir in den Kommentaren, gebt ein Like da. Und wenn euch etwas nicht gefällt, gebt mir zumindest die Chance, mich zu verbessern und schreibt mir, was ich besser machen könnte. Das war euer Retro und bei der nächsten Folge geht's weiter mit Let's Play Final Fantasy VII Remake.